Hallo Filmfreunde. Bevor ich mit dem eigentlichen Video starte, hier noch eine kurze Info. Am Ende des Videos löse ich noch auf, wer bei unserem Halloween-Gewinnspiel gewonnen hat. Es lohnt sich also bis zum Ende dran zu bleiben. Und jetzt viel Spaß mit dem kleinen Special. Für das heutige Video beschäftige ich mich ausgiebig mit dem Film Halloween. Also nicht mit dem Film von 1978 und auch nicht mit dem Remake von 2007, sondern mit dem Streifen von 2018, der jetzt auf Blu-ray, DVD und Video on Demand erhältlich ist. Der neue Halloween-Film ist eine direkte Fortsetzung des Slasher-Klassikers von John Carpenter und gleichzeitig auch die zweite Fortsetzung des Originalfilms. Immerhin gab es bereits 1981 einen Halloween-Film, der Michaels Geschichte weitererzählt hat. Halloween 2. Aber auch hier gibt es bereits zwei offizielle Filme, die diesen Titel tragen. Insofern war es vielleicht gar nicht so verkehrt zu sagen, so, wir ignorieren alle Teile davor und erzählen die Geschichte einfach nochmal neu und setzen deshalb direkt an den Originalfilm an. Wobei, Halloween Age 20 von 98 hat das ja auch schon gemacht. Ach komm, lassen wir das. Letztendlich geht es ja in allen Teilen, und davon gibt es inzwischen ganze 11 Stück, mehr oder weniger um das Gleiche. Der Serienkiller Michael Myers ermordet diverse Menschen. Und weil er das bereits 1978 getan hat, sitzt er nun seit mittlerweile 40 Jahren in einer psychiatrischen Anstalt fest, wo er Besuch von zwei Reportern bekommt, die mehr über den stummen Mörder erfahren wollen. Da das Treffen aber ohne Erfolg bleibt, machen sich die beiden Journalisten auf zu der einzig Überlebenden der Halloween-Nacht, Laurie Strode. Diese hat die besagte Nacht nie wirklich verkraftet, weshalb sie alleine und zurückgezogen ihr Leben lebt. In der Befürchtung, dass Myers eines Tages entkommen könnte, hat sie ihr Haus in eine echte Festung verwandelt und ein beachtliches Waffenarsenal angesammelt. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Michael bricht tatsächlich kurze Zeit später aus und macht sich umgehend auf den Weg zu Laurie. Was dann folgt, ist klassischer Slasher-Stoff. Michael verfolgt und ermordet unzählige Menschen auf seinem Weg. Dabei richtet sich der Film von Regisseur David Gordon Green sowohl an alte Fans als auch neue Zuschauer. So muss man keinen der bisherigen Filme gesehen haben, um zu verstehen, was vor sich geht. Es macht aber natürlich wesentlich mehr Spaß, den Film zu schauen, wenn man die vielen Anspielungen und Verweise auf die älteren Teile erkennt und versteht. Ein besonderes Highlight für Fans ist dabei der Umstand, dass Michael zu Beginn des Films tatsächlich vom selben Darsteller gespielt wird, wie bereits im ersten Film von 1978. Lediglich in der zweiten Hälfte des Films übernimmt ein anderer Schauspieler die Rolle des Serienkillers, da der mittlerweile 71-jährige Nick Castle nicht unbedingt mehr fit genug für jede Action-Szene war. Aber sei es drum, dieses Detail ist ein Paradebeispiel dafür, mit wie viel Hingabe das Team an dem Film gearbeitet hat, um die Atmosphäre und die Klasse des Originalfilms einzufangen. Denn wir müssen uns nichts vormachen, die meisten Halloween-Teile sind eher schlecht als recht. Insofern hat es mich als Fan der Reihe sehr gefreut, als die ersten Kritiken zum neuesten Film positiv ausfielen. Und ich selbst kann diese Wertung nur bestätigen, denn mir hat Halloween wirklich gut gefallen. Besonders Jamie Lee Curtis beweist ein weiteres Mal, dass sie es immer noch drauf hat und auch mit stolzen 60 Jahren eine würdige Gegenspielerin für den maskierten Serienkiller ist. Wer allerdings seine helle Freude an der Gewalt der beiden Rob Zombie Filme hatte, den muss ich leider enttäuschen. Der neue Halloween-Streifen ist eher handzahm und hat alles in allem nur eine wirklich harte Szene im Gepäck. Insofern ist die Freigabe ab 16 absolut gerechtfertigt. Und viel mehr gibt es dann auch eigentlich gar nicht zu sagen. Halloween ist ein unterhaltsamer Slasher. Hochwertig produziert, gut gespielt und ein bisschen blutig. Kein Meisterwerk, aber ohne Frage einer der besseren Teile der Reihe. Und natürlich ist auch bereits eine Fortsetzung in der Entwicklung. Gemessen am Box-Office-Ergebnis auch kein Wunder. Und wenn ihr euch den Film demnächst kauft oder bei Amazon Prime ausleiht, dann hört mal genau hin. Am Ende des Abspanns gibt es noch ein kleines Easter Egg. Mein Tipp an euch. Und wo wir schon dabei sind, mache ich es kurz und schmerzlos und gratuliere Christoph Niederberger und Andreas Hassler recht herzlich. Glückwunsch, ihr seid die Gewinner unseres Halloween-Gewinnspiels und könnt euch deshalb auf jeweils eine Blu-ray des Films freuen. Meldet euch einfach bei uns, entweder auf Facebook, Instagram oder Twitter. Und wenn ihr da draußen auch mal zu den glücklichen Gewinnern gehören wollt oder ihr einfach nur up-to-date bei allen wichtigen Film-News sein wollt, dann folgt uns einfach auf den entsprechenden Kanälen. Sämtliche Links dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Ich bin für heute raus und wünsche schon mal einen guten Start in die kommende Woche.